Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe vom Regio Talk. Ja, mich hat es heute in meinem Silvester-Outfit in die Steiner Vorstadt verschlagen. Seit 2016 tut hier nämlich Soho Basel auf rund 550 Quadratmeter und 3 Etagen alles bieten, was Gastro- und Partyherz begehrt. Und wegen dem ist es auch der perfekte Ort für die Silvester-Ausgabe vom Regio Talk. Ich freue mich sehr, heute ein bisschen über Soho zu reden, zu erfahren, wie sich es in den letzten 6 Jahren zu dem Inspot von Basel entwickelt hat und warum das der perfekte die Ort ist, um ins neue Jahr zu starten. Herzlich willkommen bei mir im Talk, Michelle Strauck. Dankeschön. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich finde ja das Soho Basel wirklich ein toller Ort. Ich mag mich erinnern, als ich 2016 mal wieder durch die Steinen Vorstadt spaziert bin und das Soho das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, endlich ein stylischer, toller Ort, der überall auf der Welt funktionieren würde, weißt du? Ja, natürlich, du? Und das Soho heißt ja Soho. Wenn ich an Soho denke, denke ich an das Londoner Stadtviertel. Woher kommt der Name genau? Kommt es von da? Und wie kam das Design und die Idee vom Soho zustande? Also Soho kommt eigentlich von London selber und auch von New York, ist ein Stadtteil von den zwei großen Städten. Und einfach so, also Soho ist immer in, eine coole Mode zu haben und deshalb heißt das Soho. Es ist eigentlich erstaunlich, weil ihr habt ja schon vor 6 Jahren eröffnet, aber es ist immer noch so zeitgemäß und so stylisch. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Man fühlt sich sehr wohl bei euch. Ja. Für Personen, die vielleicht noch nie den Weg in Soho gefunden haben, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wie würdest du erklären, was einem im Soho erwartet? Was bietet ihr alles an? Also bei uns, wir haben ganz viele verschiedene Veranstaltungen, wo man nicht in Basel finden kann. Zum Beispiel, wir haben unsere bekannte Moët White Night, wir haben ein Gatsby Party, Soho 54 und die sind verschiedene Veranstaltungen, die sehr speziell sind. Also zum Beispiel Gatsby Party, das ist eine Party aus den 20er Jahren, Soho 54 aus den 70er Jahren, Moët White Night, also man kennt das ist sehr bekannt und ja, das ist bei uns. Man kann alles erwarten bei uns. Ihr habt ja auch ganz, ganz eine tolle und umfangreiche Drinkkarte. Bei euch kann man, glaube ich, auch lernen, wie man selbst Drinks mixt. Stimmt genau, das? Genau. Also bei uns, wir bieten eine Cocktailkurse an. Und dort kommen viele Firmen, also für Firmenanlässe. Und dort kann man 2 bis 3 Cocktails lernen, wie man das macht. Auch die Theorie, das History hinter diesem Cocktail. Und es ist sehr interessant zu machen in einer großen Gruppe oder in einer kleinen Gruppe, ein guter Teambuilding-Event zu haben, genau. Sehr gut, solange es nur bei 2 oder 3 Cocktails bleibt. Genau. Das Soho ist unterteilt in 3 Ebenen, mit dem Außenbereich eigentlich 4 Bereiche. Wie sind diese Ebenen unterteilt und wo findet was statt? Ich glaube, im Keller ist ein bisschen Party angesagt. Genau, im Keller haben wir unseren Club und das ist am Freitag und Samstag geöffnet, immer am Abend. Im Barbereich sind wir jeden Tag geöffnet und im Gallery haben wir haben auch ein Bar oben, aber dort findet viele Anlässe statt, also für Firmen oder für diese Cocktailkurse oder Gin-Tasting zum Beispiel. Und ja, genau, es gibt Platz, wo man alles machen kann. Jetzt zum ursprünglichen Grund, warum dass ich hier sitze und aussehe wie eine goldige Disco-Kugel. Der Silvester steht vor der Tür und man kann natürlich bei euch ordentlich reinfeiern in genau. Das neue Jahr. Ja. Was erwartet einem bei der Silvesterparty hier im Soho dieses Jahr? Also dieses Jahr, wir machen eine ganz klassische Party. Also man kann viele Glitzer finden, viel Feuerwerk, gute Musik, gute Leute, gute Champagner, genug Champagner. Und ja, also man muss einfach vorbeikommen und einfach schauen, was kommt. Wie lange kann man denn feiern am Silvester? Weil ihr habt ja manchmal Öffnungszeiten, aber ich glaube, Silvester ist Open End. Open End bis 4 Uhr morgens, okay. Circa um 4 Uhr, bis die Sonne aufgeht, sagen wir immer. aber es ist auch wichtig, also wenn man Platz wollen, einfach zu reservieren, früh genug zu kommen und ja, genau. Weil am Silvester, wie man das schon kennt, vieles ist schon sehr früh ausgebucht und man kann immer bei uns reservieren und einfach anfragen. Silvesterabend ist ja manchmal auch ein bisschen eine Herausforderung in der Gastronomie. Die Erwartungen sind hoch. Es wird manchmal ein Drink mehr getrunken als an einem normalen Samstag. Wie erlebt ihr das in der Organisation mit dem Soho bei einer so großen Party am Silvesterabend? Wie geht ihr mit den Herausforderungen um von so einem Abend? Also was wichtig ist, ist, dass man gut koordiniert, genug Personal findet, gute Securities zu haben, das ist auch sehr wichtig, weil, wie gesagt, man trinkt 2, 3
Gläser Champagner, dann kann das voll Chaos sein. Aber es ist einfach gut zu achten, eine gute Koordination zu haben und auch sehr wichtig, ein gutes Programm zu finden mit coolen DJs oder Live-Acts oder was auch immer. Jetzt habt ihr einen Dresscode zur Silvesterparty, It's Sylvester Baby. Yes. Ich hoffe, ich würde so reinkommen. Auf jeden Fall. Was stellt ihr euch genau vor? Wie wünscht ihr euch, dass das Publikum kommt? Und was sind absolute No-Gos, wo ihr an der Tür sagen müsstet, leider wieder nach Hause gehen? Wenn man wie eine Disco-Kugel kommt, das ist perfekt. genau, also was bei uns nicht sehr gerne ist, Traininghosen, Flipflops, aber das ist immer überall so. Aber the more glitter, the better, okay. Sozusagen. Sehr, sehr gut. Genau. Die meisten Menschen stoßen ja mit Champagner oder Prosecco an fürs neue Jahr. Aber wenn man mal etwas anderes machen möchte, was wäre dein Tipp? Mit was für einem vielleicht etwas innovativeren Drink könnte man eigentlich auch noch anstoßen, damit das Jahr 2023 richtig gut anfängt? Also bei uns, wir haben saisonale Getränke, also ein paar heiße Getränke und in diesem Wetter ist es ganz perfekt. Also wir haben zum Beispiel Mr. Hot, das ist warm. Wir haben unsere hausgemachte Glühwein zum Beispiel oder wir haben ganz verschiedene Cocktails, die ich nur empfehlen kann. Genau. Das Barteam, das am Silvester da arbeitet, hier, aber auch unten im Partybereich, haben die überhaupt Zeit, um 12 Uhr kurz anzustoßen und zu realisieren, dass das neue Jahr begonnen hat? Oder kommt das manchmal erst nach ein, zwei Tagen, wenn man sich von der Party erholt hat? Nein, wir sind immer pünktlich. Genau um 12, das war auch letztes Jahr so. Genau um 12 haben wir uns ein bisschen hinter der Bar getroffen und uns zusammen angestoßen. Sehr, sehr gut. Genau. Hast du selbst privat Neujahrsvorsätze? Noch nicht. Das ist immer die Frage, oder? Aber wahrscheinlich bin ich hier in Soho. Sehr, sehr gut. Damit ich mit meinem Team feiern kann. Ja. Ja, genau. Michelle, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften und einen kleinen Einblick in Soho gekriegt haben. Und ich denke, ihr werdet auch dieses Jahr wieder eine wundervolle, unglaubliche Silvesterparty schmeißen. Vielen Dank. Und mir bleibt jetzt nicht mehr anders übrig, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, als auch Ihnen ein wundervolles neues Jahr 2023 zu wünschen. Rutschen Sie gut rein von mir und dem ganzen Regio TV Plus Team.